Hi, na, lässt du dich auch ständig von unseren neuen Videos ablenken? Dann ist es Zeit für eine Pause. Mach den Vollbildmodus an und los geht's. Er sollte definitiv keinen Alkohol mehr bekommen. Wenn deine letzte Nervenzelle es nicht mehr aushalten kann. Aus diesem Grund ist der Supermarkt der schlechteste Ort, um das Domino-Prinzip zu testen. Man kann den Käufer immer noch davon überzeugen, dass es auf eine bessere Belüftung zurückzuführen ist. Ohne eine Überwachungskamera hatte dieser Mann seinem Chef kaum beweisen können, dass es solch aggressive Kunden gibt. Ja, wir haben beim ersten Mal auch nicht daran geglaubt. Guck es dir deshalb noch ein weiteres Mal an. Nein, Kumpel. Das Recht auf solche Tricks hat nur der eine Typ. Wir hätten an Splinter und seine Schützlinge ein paar Fragen zu stellen. Das ist doch mal ein echtes Alpha-Männchen. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. Das erste und einzige Mal, dass ein Kampf mit einem einzigen Blick gewonnen wurde. Es gibt zwei wichtige Dinge im Leben: in der Lage sein, in jeder Situation Prioritäten zu setzen. Und daran denken, dass deine Freunde dich immer unterstützen können. Bald fangen Kuriere an, Rüstungen als Uniform zu tragen.
Ein Video für alle, die den Glauben an die Menschheit schon lange verloren haben. Der Barista hat dem armen Kerl, der seinen Tee direkt vor dem Eingang verschüttet hat, kostenlos noch ein Getränk gemacht und dann auch noch schnell die Sauerei aufgeräumt. Plus 1000 Karma-Punkte. So sieht ein perfektes Teamwork zwischen einem Heiler und Damager aus. Man kann eine Bananenschale einfach nicht in die Mülltonne mit Plastik schmeißen und damit davonkommen. Solch aufmerksame Typen nehmen uns die Chance auf eine Fortsetzung von Final Destination. Alles nur deswegen, weil sich in der Nähe kein Freund befand, der immer weiß, wie man was zu tun hat. Der niedlichste Umzug, den du je gesehen hast. Hier ist eine kleine Erklärung dazu. Diese winzigen Schildkröten sind gerade erst geschlüpft und machen sich nun auf den Weg in die große Welt, direkt in die Weiten des Ozeans. Ein wirklich cooler Typ, auch wenn er sich umgedreht und sich sein bombastisches Tor angeschaut hat. Bevor du Google glaubst, dass Müdigkeit am Morgen eine ernsthafte Krankheit ist, solltest du zuerst noch lieber eine Kamera über deinem Bett installieren. Vielleicht wirst auch du plötzlich feststellen, dass mit dir nachts ganz einfach jemand kuscheln wollte. Wenn du natürlich keine Angst davor hast, etwas Schlimmeres zu sehen. Für diejenigen, die sich schon mal die Frage gestellt haben, ob Hundebesitzer mit ihren Haustieren spazieren gehen oder umgekehrt. Einige Büroangestellte bevorzugen es, in ihrer Mittagspause nicht nur eine köstliche Mahlzeit, sondern auch eine warme Umarmung zu genießen. Unter den Fahrern gibt es auch eine ganze Reihe solcher Typen. Wir können sie aber gut verstehen. Wenn es an Tankstellen auch eine Produktverkostung gäbe. Wetten, du hast nicht gewusst, dass der Animationsfilm Pets auf wahren Begebenheiten beruht. An seiner Stelle würden wir ein bisschen schneller gehen. Schließlich stehen frittierte Keulen ganz bestimmt nicht auf der Speisekarte des Restaurants.
Und das hätte natürlich genau in dem Moment passieren sollen, in dem der Chef auftauchte. Weißt du vielleicht, wie viele Seelen solche Skills kosten? Oder wird das inzwischen in der Fahrschule beigebracht? Diese Jungs wissen eindeutig etwas über die Kundengewinnung, was andere nicht wissen. Dachtest du, dass nur Büroangestellte sich gegenseitig die Karriere versauen würden? Wozu gibt es die Handbremse, wenn es solche Typen gibt? Wir können uns schwer vorstellen, was der arme Kerl all diesen Leuten getan hat. Na, hast du dich auch von dem ganzen Alltagstrubel abgeschaltet? Dann schuldest du uns ein Like und wir schulden dir ein weiteres Video. Bis bald!